Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. XCOM, Enemy Unknown. Wir hier weitermachen können. Und auch so weitermachen sollten. Nämlich mit irgendwelchen Werkstätten sind es irgendwann bald. Das brauchen wir. Nötig 15 Ingenieure und da kommen nur 5 neue. Das ist doch recht wenig. Aber wir können die Ingenieure gebrauchen, das ist das Problem. Die Forscher? Weiß ich gar nicht. Na egal. Ich kann einfach weiter umsuchen. Neues Forschungsprojekt, ja, Streulaser. Jo. Und Laserpräzisionsgen. Wir müssten den schweren Laser gleich schon mal durchdingsen. Wie sieht's denn aus? Streulaser. Was ist ein Streulaser? Streulaser kann beträchtlichen Schaden anrichten. Allerdings nimmt die Zielsicherheit mit zunehmender Entfernung zum Ziel rasch ab. So, dieser Präzisionsgewehr. Mhm. Das brauchen wir auch zum Teil. Lasergewehre, Laserpistolen. Jep, jep. Werden wir uns auch holen beim nächsten Einsatz. Psi-Labor ist gleich durch. Hui. Wenn es das Psi-Labor. Psi-Labor. Unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Aha. Wenn wir noch einen Sturmtruppler wegnehmen. Ja, sollte dann irgendwie passen. Hoffe ich mal. Gibt es denn nicht noch auch voll viel noch zu entdecken? Wir haben erst den 20. Mai. Ah, voll viele Alien-Negierungen, aber die brauchen wir eigentlich im Normalfall. Das ist das. Ja, vor allem jetzt, wo wir Waffen uns bauen wollen langsam, da brauchen wir das sowieso. Erdwärmekraftwerk. Yeah, cool. Einrichtung bauen. Können wir uns jetzt eine Werkstatt bauen? Ein Labor. Werkstatt, Labor. Aha. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20%. Ah, das ist das, was gemeint ist. Eine Werkstatt stellt 5 Ingenieure für unsere Mannschaft ab. Ah. Irgendeine Ressourcen. Mhm. Jedes Labor erhöht die Forschungs... 10% Forschungsgeschwindigkeit für jedes angrenzende Labor. Ah, da können wir uns gleich eins bauen. Wenn wir das auch so machen. Die Labore gegen zueinander bauen. Einrichtungen bauen werden wir jetzt nicht direkt, sondern wir warten jetzt ein bisschen. Ah, schwerer Laser. Laserkanone. Gut. Enough Computer. Lass mal Pistole. Nein, das braucht zu lange. UFO Energiequelle könnten wir gucken. Ja gut, machen wir es mal. Gießerei haben wir auch bald. Machen wir das. Ein paar Psi-Tests, aber wir haben genügend übrig, dass wir auf den nächsten Einsatz mal hinbekommen sollten. Die Gießerei ist auch durch. Gut. Das haben wir auch. Alter, wir bauen jetzt aber hier einiges zu, wenn man so sagen möchte. Alter Schwede. Wir sollten am besten gleich noch eine andere Einrichtung bauen. Schon gesagt, am besten noch ein Labor. Ja, neben Labor, damit wir noch mehr Geschwindigkeit drauf bekommen. So. Hier haben wir kaum mehr Credits. Wir werden sehen, wie das sein wird. Wir haben jetzt wenigstens mal eine ruhige Zeit. Hier im Kraftwerk liefern plus 30 Strom direkt. 2 Energie pro direkt angrenzenden. Ah. Hierium.
natürlich bei. Das ist ein dann ist es schlauer, das jetzt erstmal zu erforschen. So. Kommander, der Rat möchte Sie sprechen. Die sichere Übertragung startet jetzt. Rekrut, Panik verringert. Wir haben eine interessante Neuigkeit offenbar. Aha. Dass ich so für eine Gruppe. Ah. Ins Schussfeld geraten. Ach so. Okay, machen wir. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Werden wir. Wir müssen 3 neue Dinger holen. Super. Zur Einsatzbesprechung. Wie viel brauchen wir pro Dingens? Skelettanzug 26. Suche den Schwarzmarkt. Da müssen doch noch einiges übrig sein an beschädigten Sachen. Beschädigten Sachen können wir ja ganz verkaufen. Hoffe ich mal. 26 mal 3. Müsste ausreichen. Nein, um 1 Dingens nicht. Das heißt, wir verkaufen noch eine kleine Sache. Für eine Schweberleiche. Sollte das zumindest schon mal durch sein. Nicht Einrichtung bauen, nein. Gegenstände kaufen. Nämlich lange Faserfeste, nein. Und noch 3 weitere Kettenanzüge, damit wir die gleich haben. Wollten auch noch mehr bauen, ne? Könnten wir jetzt mal versuchen. Komm. Kaufen wir von denen 20 Stück. Von denen auch 20 Stück. Von denen 10. Könnten wir von denen 30, weil wir eh von denen viel haben. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Was wird da weg? Nee, aber wir müssen ein bisschen. Wir wollen am besten ein paar Lasergewehre holen und was weiß ich alles. Vier Lasergewehre, so. Das ist auch mal gut. Wunderbar. Große Kraft. Und das brauchen wir. Weil sonst. Können wir es sonst irgendwann vergessen? Streulaser. Nein, schwerer Laser. Dann holen wir uns 2 Stück. Und auch von Laserpräzisionsgewehren auch 2 Stück. Über den Schwarzmarkt. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Nicht dünner Mannleiche, sondern ich meinte Schweber. 6. So. Und noch vielleicht noch ein bisschen mehr. Wird dann hoffentlich ausreichen. Geleitschutz, ja, das machen wir natürlich gleich. Und noch Präzisionsgewehre holen. Natürlich fehlt es genau noch. Eins muss übrig sein. Das bedeutet, noch den hier wegdingsen. Sollte das ausreichen? Dann haben wir auch das Beste vom Besten eigentlich. Fast schon. Zum ersten Mal in der Gießerei? Nicht gerade sehr hübsch. Aber für einige der interessanteren Projekte werden unsere Anpassungen hier unten sehr nützlich sein. Noch ein Laserpräzisionsgewehr. Genau. Auftrag erteilen. Wunderbar. Wir haben dann noch recht genug Illyrium und Legierungen. Das war recht wichtig. So. Jetzt wissen wir. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Bewaffnung. Bettanzug. So ein schwerer Laser. Scope haben wir auch nicht so wirklich übrig. Nur eine einzelne Scope noch.
Kostet denn eine Scope? 12. Das heißt, nur zwei Sachen verkaufen. Dann verkaufen wir auch nochmal zwei Schweberleichen. Dann sollte das eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. Haben wir recht viel Geld verschwendet. Ich weiß. Ich könnte das schneller machen, aber naja. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ach, ich habe sie gekauft. Habe sie verkauft, aber mir keine Scope geholt, ich Schlaukopf. So. Eine. Dankeschön. Leitschutz. Jetzt sollte das klappen. Jetzt sollten wir das hinbekommen. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Hoffnung. Eine Scope. So, ich werde währenddessen noch was trinken. Und währenddessen ein bisschen noch ausrüsten. Wobei, ja stimmt, ich muss ja jedem ausrüsten. Schön Lasergewehre. Wunderbar. Und auch Laserpräzisionsgewehre. Die haben wir auch noch Zielsicherheit. Das ist natürlich noch. Oder? Geht das überhaupt? Bin ich mir gerade nicht sicher. Anscheinend nicht. Aber die haben viel mehr. Ne? Durchschlagskraft. Und das ist ja zumindest schon mal etwas. Wir könnten jetzt jemanden hinten haben, der ein bisschen. Du. Medikit. Ah. Kein Medikit übrig. Naja, wir werden das hoffentlich schon hinbekommen. Nicht, dass ich jetzt das gleich bereue, dass ich kein Medikit mitgenommen habe. Dafür haben wir puren Angriff. Das darf ich auch nicht vergessen. Ein purer Angriff. Ist manchmal auch die beste Verteidigung. Wer weiß. Wir haben da Extremes vor uns. Das muss man auch schon mal so sagen. Strike One, bereit. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Gut. Machen wir es. So. Die VIP bei diesem Einsatz heißt William Thorne. Ein einflussreicher Politiker, der verdächtigt wird, mit den Aliens gemeinsame Sache zu machen. Sie müssen ihn lebend erwischen, damit wir ihn verhören können. Schaffen Sie ihn im Sky Ranger hierher. Ziel wurde aktualisiert. Warum sind wir dann hier? Ach, der ist schon da. Das ist doch lächerlich. Denken Sie ernsthaft, ich würde mein Land hintergehen? Ich bin kein Verräter, verdammt. Das darfst du anderen bitte schön erzählen. Nicht uns. Ist ja fast schon klar, dass da gleich um die Ecke was lauert. So, benutzt das mal. Auf und davon. So. Ich hier weiter. Bin wir schon mal hier oben drauf. Deswegen sind Skelettanzüge hier voll gut. Schütze lieber da hinten. Gewehr, schwerer Laser, Lasergewehr, schwerer Laser, Lasergewehr. Sonst haben wir nur normale Typen. Dann werden wir das auch so machen. Feldposten. Also als Feldposten auch da drüben chillen. Da. Da irgendwie werden wir schon sehen, was das bringt. Kopf runter. Ist der bitte schon attackieren? Ruhen sich aber nicht unbedingt. Ich hoffe, die bewegen sich auch ein bisschen.
Der will echt von da hinten. Und der trifft auch. Krass. Ich hätte es nicht gedacht, dass sich sowas wagt. Den haben wir. Alter. Es geht richtig scheiße geil ab mit den Waffen. Und der auch. Bam. Wunderbar. Einfach hier allein. Aha. Unten scheint ja noch jemand dann da zu sein. Gehen wir in aller Vorsicht. Da hinten. Auch so allgemein. Dazu haben Sie kein Recht. Ich bin ein Diener des Volkes. Ja. Wessen Befehl handeln Sie? Ja. Meine Güte, der sollte auch mal seine Nippel chillen. Unten können wir jetzt mal nichts machen. Ich von aus. Wir werden sonst nicht hinkommen. Auch einmal bis darüber. Es dürfen alle darüber. Jetzt mal so sagen. Ja, auch. Darf dann gucken, wo er bleibt. Ein einziges Wort ohne einen Anwalt. Das ist in Ordnung, Alter. Ich will auch nicht, dass du ein einziges Wort sagst. Du nervst uns sonst nur in einem Einsatz. Ist das nicht? Wir wollen dich hier durchbringen. Das ist unsere Mission. Wenn du so drauf bist, bringt das uns nichts. Feldposten. Du da oben machst auch mal einen Feldposten. Man weiß ja nicht, was die Person da tun möchte. Bevor man sonst irgendwas... Der bewegt sich nicht rum. Wunderbar. So. Bist du mal bis dahin? Jetzt bist du noch weiter vor. Mal ein bisschen gucken. Was da abgeht. Alter, wenn die Missionen jetzt echt so einfach in Anführungsstrichen bleiben, weil wir jetzt einmal so richtig geiles Zeug zusammengesammelt haben und immer schön die Missionen recht gut geschafft haben, nachdem wir natürlich Trial and Error gemacht haben, dann mag ich dieses Spiel sehr arg. Kann man mal so sagen. Das ist schon pervers, wie das so funktioniert. Also, ich sollte vielleicht nicht in Angriffsmodus, ich Idiot. Ah. Egal. Wird schon irgendwie klappen. Du? Ist ich, wenn er nur so weit? Nein, nicht. Wo solltest du mehr nicht tun? Gefechtsbereitschaft. Hm. Den haben wir eh easy. Alter, er war nicht mal da und schon ist er weg. Ach nein, jetzt schon wieder die Kamera. Ah, ich weiß nicht, was das immer für ein Bug ist. Auch immer buggt manchmal die Kamera rum. Das ist aber schon echt komisch, dass man so einfach hier... Mich hier sogar hier oben. Und noch die beste Sichtweise da oben. Hä? Wenn das wirklich alles war... Diese Mission fürs Erste, dann
Muss mich schon schwer wundern. So, aber noch sind wir natürlich noch nicht durch. Und man kann ja schon mal ein bisschen hinterher. Drüben könnte noch jemand sein, aber wir sehen da schon sehr viel. Das sollte eigentlich niemand sein. Wir sehen da von oben natürlich viel, viel besser als irgendwo anders. Noch da drüben. Natürlich Kopf runter. So gut es halt geht, natürlich. Und dann machen wir, glaube ich, die Mission auch gleich so gut es geht fertig. Boah, können wir eh nichts machen. Lassen wir das. Sie in Deckung zu bringen, bringt nichts. Das ist echt alles in dieser Mission. Ah, haben wir doch etwas noch. Das ist gut. Hast du da irgendwie abfeuern? Ich glaube auch nicht, ne? Ah, das ist vielleicht ein bisschen blöd in dem Sinne, aber... wird schon. Das heißt, wir wissen, wir haben da drüben einen Typen. Vielleicht sogar noch hier. Und da warten wir. Gehen dann zusammen hin. Aber gut. Feldposten. Bis dahin, da solltest du, glaube ich, am safesten fürs Erste sein. Ist auch bis dahin. Du machst ja auch den Feldposten. Und auch den Feldposten. Dann sage ich doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.